schon wieder diese Ghettos länger. So, hör weiter deinen Scheiß massiv. Um cool zu sein, ne? Okay, ich geb zu, ich hab einen Massivposter in meinem Zimmer. Aber ich finde den ehrlich gesagt nicht so gut. Ist meine Meinung nach, aber. Ja. Ich hab aber auch allerdings nicht so viel gegen den. Warum ich nicht so viel sage, meine ich, dass es viele Fans gibt, die meinen, sie müssen auf Geld zu machen, nur weil sie massiv hören, und das geht mir auch ein bisschen auf den Sack. Mir geht eigentlich vieles auf den Sack. Die zwei aber auch. Oh Mann, ich bin kurz vorm Sterben. Wenn dann noch eine Laserknarre mich trifft, dann war's das. Jetzt stirb doch endlich. Wie viel Leben hast du nur noch? Null, okay. Aufstieg. Und der stirbt auch gleich. Ja. Stampfer. Geh in den Zoo und stampf mit den Elefanten. So. Verrecke, du Schwanzlutscher. Sorry für den vulgären Ausdruck, aber so ist es. So, und wo müssen wir jetzt hin? Ich habe keinen Plan. Hast du die ganze Zeit hier gewartet und nichts gemacht, oder was? Du! Sei froh, dass ich dich nicht töten darf. Hier bleib liegen. Hä? Lass Kota in Ruhe. Ich hab den schon. Ach so. Was ist denn jetzt los? Nein. Nein! Boss! Schalte alle Gegner aus, oh mein. Hab ich doch schon. Nicht wahr? Wie heißt der ungenau? Oder ich hab mich gerade verlesen. Wo sind sie? Hallo? Hallo? Achso, der ist gar nicht so stark, das ist ja nur eine Schattenwache. Hä? Du! Seht ihr, wie. Was, der kann Blitze schmeißen? Das heißt, die schmeißen, schießen. Das kann ich allerdings auch. Nein, du brauchst keine Verstärkung. Soll ich sagen, warum? Weil ihr jetzt im Himmel. In der Hölle bist. So. Ja, jetzt reicht's aber. Sag bloß, die Kampfläufe sind wieder da. Kann ich dich nehmen? Nee. Aber das kann ich machen. Der verliert ja gar keine Leben, oder was? Wo ist es ein anderer? Jetzt ist aber gut hier. Hier. Und hier. Happy Birthday. Hahaha. So, zack. Und. Na, jetzt. Jetzt muss ich dich erst wieder in die Luft schmeißen, damit du Ruhe gibst. Das ist jetzt noch schlimmer als ein Hund. So. Allerdings jetzt in die Tiefe. Ich glaube, den kann ich nur mit Laserattacken angreifen. Mit Sword Attacks. Yes. Yes, it is. Ups. Hui, Karussell fahren und jetzt lernst du das Fliegen. Ich bringe Leuten das Fliegen bei, genau. Eigentlich ist dieses Spiel ein Simulator. Ein großer Simulator. Hey, der ist doch ein Sis, weil er ein rotes Schwert hat, oder? Haben eigentlich alle Sis ein rotes Schwert oder variiert es immer? Also ist es, dass es egal ist. Stimmt, der müsste eigentlich ein Sith sein. Wir kämpfen ja gegen das Imperium gerade. Nicht wahr? Weißt du was? Hier. Achso, es funktioniert nicht. Okay. Dass das Schwert immer zu ihm zurückkommt, ist schon. Vor
fraglich, weil es sich so dreht, dass er es in die Hand nehmen kann. Okay, ich labe jetzt gerade so unverständliche Scheiße wahrscheinlich. Na, geht's mit Machschub? Machtschub? Nee, nichts. Es geht nur mit Laser. I'm a fire, I'm a laser. Oh, mich juckt hier überall. An meinem Körper. Komischerweise. Ich glaube, ich ziehe mir gleich einen Pulli an, nachdem ich den Spaß ausgeschaltet habe. Und zack. So, fly. Ey, Quatsch, du fliegst nicht. Du stirbst. Kommt jetzt so ein Final oder was? Oder kann ich den direkt töten? Ah ja, Final, okay. Cool. Yeah, Smackdown. Und war's das schon? Oder kommt da noch was? Nee, ich glaube nicht. Alles Hirngespinste, Junge. Die Armee des Imperators ist unendlich. Sie werden dich vernichten. Oder Schlimmeres. Nichts wird sich ändern. Ihr solltet kämpfend sterben, statt in der Kantina zu ersaufen. Ich weiß nicht. Doch ich habe einen Kontakt im Senat, der dein Lichtschwert gebrauchen kann. Wo ist dein Schiff? Boah, es hat nur 2 Jahre gedauert, aber wir haben es endlich. Uiuiui, ich habe mir jetzt auch einen Pulli angezogen und es kann weitergehen. Ich hatte schon Sorge, ihr würdet gar nicht mehr aufwachen. Ich wünsche es mir auch fast. Wir sind bei Kashyyyk. Ich finde das immer noch zu gefährlich. Der Planet ist unter der Kontrolle des Imperiums. Ich hoffe, euer Kontakt ist verlässlich. Ich vertraue ihm. Er hat mich in die Wolkenstadt geschleust und ist ein alter Freund des Jedi-Ordens. Aber du musst nur wissen, dass dort unten etwas ist, das ihm viel bedeutet. Hol es. Vielleicht hilft er dir dann gegen das Imperium. Was holen? Geduld, Junge. Wurden wir gesehen? Nein. Die Tarnvorrichtung ist voll funktionsfähig. Bringt uns runter. Ich hatte schon Sorge, ihr würdet gar nicht mehr aufwachen. Ja, das hat man doch gerade, oder? Ich wünsche es mir auch fast. Wir sind bei Kashyyyk. Ich finde das immer noch zu gefährlich. Der Planet ist unter der Kontrolle des Imperiums. Ich hoffe, euer Kontakt ist verlässlich. Ich vertraue ihm. Er hat mich in die Wolkenstadt geschleust und ist ein alter Freund des Jedi-Ordens. Aber du musst nur wissen, dass dort unten etwas ist, das ihm viel bedeutet. Hol es. Vielleicht hilft er dir dann gegen das Imperium. Also, was holen? Geduld, Junge. Wurden wir gesehen? Nein. Die Tarnvorrichtung ist voll funktionsfähig. Bringt uns runter. Jetzt reicht's aber. Kann ich den Scheiß nicht überspringen? Ich hatte schon Sorge, ihr würdet gar nicht mehr aufwachen. Was ist? Hä? Ich wünsche es mir auch fast. Okay, ich wollte es jetzt versuchen, das Scheiße zu überspringen. Anscheinend ist es an der Stelle verbuggt. Bis gleich. Oh, endlich. Ich hab das gelöst. Wonach suche ich hier eigentlich, General? Wenn du es siehst, wirst du es schon merken. Begib dich zur Kommandantenzuflucht. Das mache ich gerne. Du hast den Blitzschild erlernt. Verwende R, Halten und Q. Ah, ja. Das werden wir brauchen. Kota, ich glaube, ich habe was gefunden. Was? Eine alte Hütte, aber sie ist mir vertraut. Ich spüre Dunkelheit und Trauer. Wende dich ab. Setze die Mission fort. Es gibt Dinge, für die du nicht bereit bist. Was ist da drin? Das weiß ich nicht. Ich habe die Macht verloren. Doch gehst du hinein, bist du allein mit dem, was du vorfindest.
Das habe ich dir nie gewünscht. Nichts davon habe ich mir für dich gewünscht. Verzeih mir, mein Sohn. Vater, nein! Juno an Starkiller. Hä? Ist alles in Ordnung? Der hat doch gerade ein blaues gehabt, oder? Mir geht es gut, Juno. Ich bin nur etwas durcheinander. Der hat doch gerade ein blaues Laserschwert gehabt. Warum hat er jetzt ein rotes wieder? Okay, die haben einen Flammenwerfer und ein Shield. Und fühlen sich cool damit. Kann ich die nehmen? Nein, kann ich nicht. Nein, ich kann nicht melden. Geh weg mit deinem Scheiß. Das ist dein Ende. Oh! Ich weich dem Flammen aus. So. Boah, hart sieht es viel ab. Glück. Habe ich gecheckt, dass die. Alter! Wie viel zieht das ab? Ist doch viel zu übertrieben. Weißt du was? Das hier. Ach so, da brennt man auch. Ist es ein. Kashyyyk ist doch kein Feuerplanet, oder? Oder doch? Der Vader scheint alles abgefackelt zu haben von dem Planeten. RTST. Alter. Das war doch in Level 1 ein riesiger Dschungel, oder? Und jetzt ist es alles weg. Anscheinend hat der Vader hier alles abgefackelt. Das ist doch brutal, oder? Ich benutze den Stein als Schutzschild und gleichzeitig um zu sterben gleich. Wegen dieser Kanone da oben. Hilfe, ich will nicht, ich will zu meiner Mami. Okay. Ich stelle mich dem Gegner. Ninja-Angriff! Oh scheiße. Lipparte 12. Was wendet diesen Kerl? Ich habe jetzt gerade die Aufnahme angeschaut und mich müsste man sehr besser hören als in den anderen Parts. Alter, wie kriegt man die Kleinen ohne Leben zu verlieren? So vielleicht? Ja, es funktioniert. Schnell genug angreifen, dann geht's. Und dann so. Okay, es liegt auf dem Boden. Schnell angreifen. Zack, zack, zack. Hä? Alter, ich finde schon krank, dass das Level 1 ein Dschungellevel war, wo man sich richtig gemütlich fühlte. Und jetzt eine zerstörte... eine zerstörte Landschaft mit überall aufgebauten Mauern, ja. Das gab's alles im ersten Level. Da war... Das ist richtig... Das ist wie Amerika, ja. Amerika war vor 2000 Jahren auch... Alles in Mexiko zum Beispiel ein riesiger Dschungel, ne? Und dann wurde das alles nach und nach abgeholzt und maschinell ersetzt. Bloß ist es hier viel übertriebener, dass hier die Bäume jetzt überall wachsen. Das ist schon echt heftig. Aber zurück zum Spiel. Schalten wir den AT-ST erstmal aus und jetzt leckt sie wieder. Fragt sich nur warum. Okay, so geht es nicht. Okay, dann können wir viel besser ausweichen. Kann man zu unserem Vorteil nutzen. Was zum... Alter! Was? Wo? Da oben habe ich übrigens eine Machtsphäre gesehen in der Aufnahme. Wie viel machen die Schaden? Wo ist denn die? Die habe ich doch irgendwo da oben gesehen.